Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, die Zeugnisse auch über die frühen Christen lesen, auch die Zeugnisse natürlich der ersten Christen, dann tauchen die beiden Geschenke, die Christus zu seinem Abschied vom irdischen Leben den Jüngern macht, immer wieder auf. Frieden und Freude. Immer wieder sind es diese beiden Haltungen, dieses Erleben von Frieden und Freude, die Gewissheit schaffen, dass in diesen Momenten, wo es geschenkt ist und wo beides zusammenkommt, der Auferstandene in seiner Kirche ganz lebendig erfahrbar ist. Das mit dem Frieden, wir hören dies ja in jeder Messe, im Gebet vor der Kommunion. Und das ist zu allen Zeiten schnell vermittelbar. Frieden ist wichtig, wir setzen uns ein für den Frieden. Der Friede, den Christus gibt, ist aber nicht von dieser Welt. Das ist nicht der Friede, zu dem man kommt mit Verträgen oder Vereinbarungen, sondern der Friede, von dem Christus spricht, ist die Übereinstimmung des eigenen Lebens mit Gott. Das ist der tiefste Friede, den menschliches Leben erreichen kann, weil wir dann schon teilnehmen an der Heimat, zu der wir unterwegs sind. Und im gleichen Augenblick stellt sich die Freude ein. Nicht ein kurzweiliger Spaß oder ein kleiner Witz, über den wir dann einmal lachen. Darf auch sein. Aber Freude meint etwas anderes. Es meint die Strahlkraft dieses Friedens, die Übereinstimmung mit Gott, die eine Gelassenheit hervorbringt. Wenn wir in unsere so fried- und freudlose Kirche, in unsere so fried- und freudlose Gesellschaft schauen, dann sehen wir, wie notwendig beides ist. Und wir sehen zugleich eine Analyse, woran es liegt. An der Nicht-Übereinstimmung mit dem Willen Christi. An der Nicht-Übereinstimmung mit seinem Wort. Das ist der Wurzelgrund für alles, was dem widerspricht. Unfriede, Spaltungen, Gehässigkeiten, abgelenkt sein von dem Eigentlichen. Wenn uns solche Momente geschenkt werden, dass wir ganz im Frieden sind und eine tiefe innere Freude erfahren, dürfen wir gewiss sein, dass der Auferstandene bei uns ist. Sollten wir auf der anderen Seite permanent Getriebene sein, voller Unruhe, voller Unfrieden, freudlos, missmutig, von einer lähmenden Traurigkeit, dann sollten wir uns mehr bemühen, hinzufinden zu Christus, ihn in unser Leben zu bitten, dass er uns das schenkt, was er den Jüngern versprochen hat.